grüße euch. Willkommen zu einer neuen Folge aus meiner Serie Brotbacken ist keine Raketenwissenschaft. Ja, ich habe heute mal ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, das leider sehr ernst ist. Und ich weiß jetzt eigentlich gar nicht, wie ich anfangen soll. Ich bin ja hier nicht der Einzige bei YouTube, der Filmbeiträge macht zum Thema Brotbacken. Gut, bei mir kommt noch die Ernährung dazu und sowas alles, aber ich gehe jetzt mal vom Brotbacken aus. Es sind viele Protagonistinnen und Protagonisten, die auch ihre Playlists haben, in denen sie versuchen, ihren Communities mehr oder weniger sachlich oder auch nicht das Brotbacken nahezubringen. Interessanterweise haben alle diese Protagonisten oder Protagonistinnen immer mal wieder einen Film mit dabei, wo es darum geht, die Fehler beim Brotbacken. Da gibt es Titel wie die drei größten Fehler, die man beim Brotbacken machen kann. Einer hat sogar die fünf größten Fehler, einer sogar sieben Fehler beim Brotbacken. Ein anderer sagt einfach nur richtig, falsch. Ja, finde ich ganz fürchterlich. Denn wir haben so einen Spruch hier in Norddeutschland, ein Kretin, der meint, das einzig wahre Rezept für Lapskaus zu besitzen. Ich bekomme immer ganz viele E-Mail-Anfragen. Manchmal kommen die Leute auch auf den Wochenmarkt, bringen ein tiefgefrorenes Stück Brot mit oder so. Und ihre Frage ist immer, was habe ich falsch gemacht? Und ich gucke mir die Bilder an, ich gucke mir das Brot an und meine Frage ist eigentlich immer, hat es denn geschmeckt? Meistens gucken die Leute mich verdutzt an und sagen, ja, klar, ist gut. Ich sage, dann habt ihr doch alles richtig gemacht. Wo ist das Problem? Ja, aber das ist ja so flach geworden oder an der Stelle sind nicht genügend Poren und eigentlich sollte das ja viel größer werden. Sag ich, meine Güte, ich mache das seit 30 Jahren und ich arbeite immer noch an der B-Note. Welche Motivation habt ihr denn, ein Brot zu backen? No? Und dann fangen die meisten an zu grübeln und sagen, naja, ich mag ja das aus dem Supermarkt nicht mehr oder auch vom Bäcker, das schmeckt ja alles gleich, da wollte ich das eigentlich mal selber machen. Ich sage, klasse, hast alles richtig gemacht. Und beim nächsten Brot wird es vielleicht wieder ein bisschen anders und dann wird es wieder ein bisschen anders und wieder ein bisschen anders. Ich habe es schon öfter gesagt, ich mag den Spruch von dem guten alten Bob Ross, er ist leider tot, und er sagte immer, we don't make mistakes, we only have happy accidents. Als ich meinen ersten Film bei YouTube reinstellte, damals noch im falschen Format und so weiter, aber trotzdem war es ein schöner Film, es ging um das reine Roggenbrot aus Waldstaudenroggen. Da musste ich sehr schnell die Erfahrung machen, wie das hier bei YouTube läuft. Bei Facebook habe ich ähnliche Erfahrungen gemacht. Ja, da kamen natürlich gleich welche, was ist denn das für ein komisches Brot? So funktioniert das doch gar nicht. Was machst du da überhaupt? Und so weiter. Naja gut, ich habe anfangs immer noch versucht, darauf zu reagieren, habe aber oft gemerkt, dass das eigentlich völlig sinnlos ist. Und in meiner weiteren Karriere bei YouTube, ich habe ja sehr, sehr viele Experimente gemacht, und aber auch immer um konstruktive Kommentare gebeten. Leider hat das nicht immer geklappt. Also eins möchte ich richtigstellen. Also ich habe sehr viele ganz tolle Kommentare zu meinen Videos und auch treue Fans, die immer wieder auch ihre Erfahrungen mitteilen. Das ist toll, das genieße ich auch daran. Und die Querköpfe, die da so unqualifiziert zwischenquatschen, die werden zum Glück immer weniger. Aber sie sind immer noch dabei. Und bis hin dazu, so funktioniert kein Sauerteig. Und ich sagte dann mal, hallo Leute, ich mache das seit 30 Jahren. Natürlich funktioniert das. Ich backe professionell, ich verdiene damit mein Geld. Nein, aber es hält die Leute nicht davon ab. So ein Brot würde ich ja nicht essen. Und ich meine, was soll diese Besserwisserei? Ja? Und dann gibt es dann diese vermeintlichen Experten, die sich dann hinstellen und sagen, so ist das genau richtig. Und alles andere ist falsch. Also ganz ehrlich, ich finde das teilweise immer offen gesagt zum Kotzen, sowas. Wenn ihr euch also ans Brotbacken macht, sei es jetzt, dass ihr euch durch YouTube inspiriert fühlt oder ihr habt ein paar schöne Bücher gekauft oder eine Fernsehsendung gesehen oder in irgendeinem Magazin was dazu gelesen, dann ist die erste richtige Entscheidung, dass ihr selber in die Küche geht und was anpackt. Und lasst euch nicht irre machen von diesem ganzen Perfektionsmist und Leuten, die meinen jetzt zu sagen, wie es zu sein hat und wie nicht. Freund von mir ist Werbefotograf. Gut, er macht nicht in Food, aber wenn der mal so ein bisschen erzählt, wie an diesen wunderschönen Rezeptbildern dran rumgebastelt wird, ja, meine Güte, sich dann hinterher hinzustellen und sagen, das ist nichts geworden, weil es nicht so aussieht wie auf dem Foto, tut mir leid. Also schmeckt es euch, dann ist alles richtig. Habt da einfach mehr Selbstbewusstsein. Ihr habt die einzig richtige Entscheidung getroffen, nämlich es selber anzupacken. Alles Weitere ist völlig egal.
So, das waren mal ein paar drastische Worte, aber ich habe da lange drauf rumgekaut, aber das musste ich eigentlich auch mal loswerden. Aber auch ich möchte gerne einen Fehler benennen, den man beim Brotbacken machen kann. Das ist nämlich der, dass ihr euch davon abhalten lasst. Einfach, weil ihr viel zu komplizierte Anleitungen seht und meint, das könnt ihr gar nicht. Oder ihr habt es mal versucht und das sieht ja nicht so aus, also lasst ihr es lieber bleiben. Also den einzigen Fehler, den man beim Brotbacken machen kann, ist, dass man es nicht tut. Und das soll es für heute gewesen sein. Und von daher sage ich danke fürs Zuschauen und bin ja mal gespannt, was hier auch für Reaktionen drauf kommen. Bis zum nächsten Mal. Ach so, schaut mal in meine Playlist rein. Ich habe aus dieser Serie Brotbacken ist keine Raketenwissenschaft natürlich auch sehr lustige Beiträge rund um das Brotbacken gemacht, die vielleicht ein wenig unterhaltsamer sind und nicht so ernst sind. Tschüss, bis zum nächsten Mal.